Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir spielen heute Pizza Connection 3. Pünktlich zum Release. Oh, und dann starten wir das Ganze doch einfach mal. So. Gucken wir jetzt noch hier noch in den Optionen. Das passt. Ah, ne, können wir auch so lassen. Können wir auch ein bisschen verändern. Auflösung passt. So. Dann gucken wir doch einfach mal. Das Spiel ist komplett heute released worden, also heute ist auch der Release-Tag. Habe ich jetzt schon echt lange drauf gewartet. Meine liebe Großnichte, das letzte Mal sah ich dich mit 13 Monaten. Du saßt auf meinem Schoß. Wir haben Hoppe-Hoppe-Reiter gespielt. Deine Mutter war die Lieblingstochter meines Bruders Alfredo. Eine so schöne Frau. Ach, wäre ihr nur mehr Zeit geblieben. Ich weiß zwar nicht, ob dein Vater dir davon erzählt hat, ob du ihn überhaupt kennst und weißt, dass ich dein Großonkel bin. Aber eines weiß ich. Ganz sicher hast du schon mal meine Pizza gegessen. Jeder war schon einmal bei Pizza Padrino. Und das bin, war ich. Wenn du diese Zeilen liest, dann lebe ich nicht mehr. Und mein Imperium, mein Lebenswerk, gehörte mir zum Schluss leider nicht mehr. Es fiel Don Frodato in die Hände, der meine weltumspannende Kette durch Betrug und üble Nachrede an sich gebracht hat. Du bist meine letzte lebende Verwandte. Dein Erbe ist leider gering, doch ich vermache dir, was mir geblieben ist. Die kläglichen Reste meines Schweizer Bankkontos und mein allererstes, nun ja, Restaurant, das nie Teil meiner Kette wurde. Ich habe es immer gepflegt, so gut es halt ging. Möge es dir mehr Glück bringen als deinem Großonkel. Carmine Ritelli. Jo. Das erste Restaurant. Das erste Restaurant deines Großonkels war ein kleiner Pizzatruck, okay? Und Wartung war wohl nicht die stärkste Seite Kamins. Über 10.000 knapp. Ein paar Pizzas zu kreieren, verstanden. Wähle den Pizzakern aus. Klick auf den Pizzakern, um ihn auszuwählen, um sein Content. Kontextmenü zu öffnen. Okay. Wählen wir den mal aus. Bewege den Pizzakran. Es gibt viele verschiedene Typen von Menschen, die in der Stadt leben. Erkunde die Stadt, indem du auf das Gebäude klickst. So erfährst du, welche Arten Bürger sie besuchen oder darin leben. Wähle anschließend deine Pizzakarte aus und klicke auf den blinkenden Button. Dann klicke auf Verschieben und wechsle mit der Pfeiltaste durch alle verfügbaren Pizzakranplätze. Besucherdiagramme zeigen an, welche Arten von Bürger den Pizzakran an dieser Stelle besuchen könnten. Denke daran, dass du den Pizzakran wieder bewegen kannst, wenn die Position nicht mit deinen Bedürfnissen entspricht. Ein guter Spot sollte viele Gelegenheitskunden haben. Jetzt ist an der Zeit, Geld zu verdienen. Oh, bewegen wir den nochmal. Ah. Schauen wir mal. Nehmen wir mal die hier.
So. Was ist das? Das erste Restaurant. Achso. Öffne die Backstube. Forschung abgeschlossen. Hitzekarista, Backstube öffnen. Warte mal. Kurz mal die Backstube noch verlassen. Arbeiter gehen hier viel. Studenten. Okay. Ah, cool, da kann man sogar die Form jetzt auswählen. Tomate ist vorgegeben. Anzahl der verschiedenen Zutatengruppen. Lass mal auf Arbeiter gehen. Ah, okay. Schauen wir mal, was haben wir denn da jetzt drauf? Ah, da sieht man es. Arbeiter mögen es also eher weniger. Käse mögen Arbeiter. Dann nehmen wir doch mal Mozzarella. Anzahl der verschiedenen Zutaten 3. Das mögen Arbeiter nicht. Das ist auch nicht so toll. Erdbeer, Fleisch, oh, Känguru, echt jetzt? Schlange? Hackfleisch. Aber eigentlich sollte man die noch mit was bedecken. Vielleicht ein bisschen Parmesan bedecken. Okay. Kundenbewertung. Okay. Wie nennen wir die Pizza denn jetzt? Pizza. Keine Ahnung. Pizza. Nennen wir sie Pizza Käse Salami. Speichern. Hab ich doch. Pizza auf die Karte gesetzt. Oh, Errungenschaft, die erste Pizza, ein Herz für Hipster. Teile diese Pizza können wir jetzt auch, okay. Wie setze ich die jetzt auf die Karte? Du solltest die Pizza jetzt auf die Karte setzen. Wähle den Kahn aus, klicke auf den Reiter mit dem Besteck und setze die Pizza auf die Karte. Jedes Restaurant hat Platz für bis zu 10 Pizzen auf der Menükarte. Um den eingeschränkten Platz deines Lagerraums so effektiv wie möglich zu nutzen, versuche die Anzahl verschiedener Zutaten zu minimieren. Okay. Okay.
Setze eine neue Pizza auf das Menü, okay. Arbeiter haben wir jetzt, was ist auch recht gut besucht. Studenten. Dann machen wir noch eine Studentenpizza, würde ich sagen. Machen wir mal so eine Form. Ja, Studenten. Also. Birnen. Banane. Was? Die Belagermenge auf dieser Pizza gefällt mir nicht. Belagmenge. Also die können sich sowas nicht leisten, ne, wenn sie so teuer ist. Was kostet die denn? Ah cool, da kann man es oben auch einstellen. Ja, Zutaten nur entfernen. Nur schade, dass jetzt da das schon vorgegeben ist. Also wir müssen da sparsam umgehen, okay. Dann nehmen wir das günstigste am besten. Schauen wir mal, das mögen sie nicht. Und? Okay. Wie teuer ist er jetzt? Nur noch zu günstig. Also komm, so günstig können wir sie jetzt auch nicht raushauen. Vielleicht noch eine Petersilie? Gut. Aha. Speichern wir die mal. Pizza für Arme. So, speichern. So. Dann setzen wir die Pizza auch noch drauf. Liebe Großnichte, ich bin alt und habe tatsächlich deinen Namen vergessen über all die Jahre. Wenn du dies hier liest, dann hättest du Besseres verdient als einen so nachlässigen Großonkel. Denn du hast dich entschieden, das Restaurant zu übernehmen und das Familienerbe anzutreten. Das ist gut. Es gibt da aber noch ein paar Dinge, die du wissen solltest. Das Verhältnis zwischen deinem Vater und der Familie deiner Mutter war schwierig. Ich weiß nicht, was er über uns wusste. Ob er dich jemals kontaktiert hat, was du über uns weißt. Ich weiß nicht, ob du es wissen willst, aber falls doch, in einigen meiner früheren Restaurants in sehr guten Verstecken findest du Informationen. Wenn du es so weit bringst, verdienst du es, die ganze Familiengeschichte zu erfahren. Du wirst sie finden, wenn dir Pizza wirklich im Blut liegt. Genau deshalb sind diese Informationen vor dem Usurpator sicher. Der investiert nicht. Der interessiert sich nur für Geld. Dein Großonkel Carmine. Okay. Wäre vielleicht cool, wenn sie dem so einen kleinen Touch gegeben hätten. Boah, bin ich pleite, ey. Niemand nimmt dich ernst. Wenn du keinen Erfolg hast, mach auf dich aufmerksam, indem du mehr Geld verdienst. Vergiss nicht, dass du die Spielgeschwindigkeit beschleunigen kannst, wenn du keine Verbesserungsmöglichkeiten siehst. Lässt sie am oberen denken, okay, verstanden.
gucken wir mal. Sehr teuer. Kann ich mir nicht leisten, oder? Okay, kommen auch immer Kunden hier hin. Machen wir mal ein bisschen schneller hier die Geschwindigkeit. Oh, die gehen da gar nicht hin. So. Öffnungszeiten. Am besten machen wir mal. Ja, doch, das muss so bleiben. Okay. Schade, schade, schade. Man hat ja immer um 9, ist aber nicht viel. Kann man in der Werbung machen? Aber ich glaube, das ist gar nicht so gut, wenn ich das jetzt mache. Bin ja eh noch viel zu pleite. Ah, Mission abgeschlossen. Okay. Okay, kann man da also rausfiltern. Gar nicht mehr so schlecht. Lass mal das mal hier im Schnelldurchgang. Was habe ich jetzt da nicht angeguckt? Oh, ich habe nur noch 2 Euro. Oh! Oh, jetzt aber. Scheint ja gar nicht mal so schlecht zu laufen. Also die Frühzeit ist ganz gut hier. Habe ich hier was entdeckt? Gucken wir mal. Hackfleisch. Lass uns mal hoch, bis wir verdienen mehr Geld haben. Boah, wie das Geld runterläuft. Ach, ich muss das insgesamt verdienen, okay. Gucken, ich brauche mehr Geld. So, was kam dann? Gucken wir mal. Finanzen. Haben wir keine? Okay. Hab ich auch noch nicht. Gucken wir halt nochmal die Statistik. So. Aber da kommen ganz viele. Studenten kommen echt ganz gut, die kommen eher weniger, Touristen auch nicht. Bonzen kommen ganz gut, das heißt zwischen 3 und 6.
Machen wir die Zeiten so. Machen wir mal noch eine Pizza. Bonzen. Kosten die nichts oder was? Mögen sie auch nicht. Sollen wir mögen überhaupt irgendwas? Pizza Bonzo. So. Speichern. Kostet wie viel? Bloß? Oh. Oder soll ich die nochmal editieren? Ja, da haben wir noch ein bisschen was drauf. Oder Kohle machen. Schauen wir mal. Ha. Okay, einmal. Genau, wollen wir auch überspringen. Oh. Hab ich doch. Auf den Wagen. Menükarte. Haben wir noch eine Pizza für Aguna. Wenn wir danach gehen, die ist auch voll teuer. Können wir die eigentlich nochmal bearbeiten, ganz ehrlich. Na schön teuer. Die mögen sie nicht. Pfirsich. Was ist da teuer? Steinpilz. Schon besser. Die Steinpilze machen es möglich. So. Habe ich doch schon gespeichert. Ach, schon besser, jetzt ist die Pizza schon teuer. Warum habe ich so viele laufende Kosten? Ah, okay. Guck mal, ob es jetzt besser läuft. Über die Werbung, die ist doof. Weil Touris kommen eh nicht. Kann man wegmachen eigentlich. Oh, da mache ich Minus. Okay. Auf 2500 komme ich jetzt schon mal. Hui.
Da ist vielleicht auch nicht so schlecht. Wann haben die mal auf? Am besten geht da eigentlich, ne? Zwischen 6 und 12. Wohl. Nee. Bleiben wir auf 6 und 12. Studenten sind hier auch nicht so unbesucht. Die haben wir. Arbeiter haben wir. Touris sind eher weniger. Und gucken wir mal. Also laufende Kosten. Was? 650 laufende Kosten? Warum denn so viel? Ach, die Waren. Haben wir wahrscheinlich keine. Können wir noch nicht gucken, okay. Die laufenden Kosten sind schon echt hart. Vor allem diese Werbedinger, ich brauche da gar nicht so viel Werbung. Oh, da gibt's schöne Geldchen davon. Gucken wir mal. Na, hier liegt es jetzt aber nicht so. Ich glaube, da gehe ich doch wieder auf den einen Platz. Das war hier, ne? Nein, war nicht hier. Direkt bei so einer Säule. Hier war das. Besser ist es. Gucken wir mal. Beste Besucherzeit ist zwischen 9 und 15. Also setzen wir es auf 9 und 15. Gut. Und lassen wir durchlaufen. Gar nicht mal so einfach. Vor allem, wenn mein hübsches Geld zu schnell flöten geht, was ich mir hart verdiene. Jetzt sollte ich auch noch ein bisschen mehr Pizza draufhauen auf dem Speisekärtchen. Gucken wir halt mal kurz hier die Fuzis an, was da kommt. Oh, ich hab's geschafft. Ein Angebot. Einer der Gäste, ein alter, schon sehr gebeugter Mann, macht dir einen Vorschlag. Ich vertrete nun, ich kannte ihren Großonkel. Er bat mich, ihre Aktivitäten zu beobachten. Und ich bin beeindruckt. Ich möchte Ihnen also anbieten, ein früheres Restaurant Kamins zu übernehmen. Ich muss leider einen gewissen Betrag an Übernahmekosten berechnen, aber ich hoffe, Sie sind interessiert. Schauen wir doch mal. 4.500 will er dafür. Oh, ich denke, das kriegen wir hin, wa? Mal hier gucken. Teenager, die sind jetzt nicht so. Obwohl... Machen wir noch eine Pizza für Teenies. Die können sich wahrscheinlich auch nicht so viel leisten.
So. Und das mögen sie auch. Speichern, Pizza. Tini. Einmal zu der Zeitpunkt, das muss nachher haben. Obwohl man sie natürlich auch nachher auch anders machen könnten, rein theoretisch. 2,91 € passt. So. Die setzen wir jetzt auch noch schön auf die Liste. Gut. Dann lassen wir doch mal durchlaufen. Jetzt lass uns aber los hier, das Kästchen. Lass mal noch einen Tag durchlaufen, dann müssten wir es eigentlich soweit ganz gut hinkriegen. Wie sind wir in die Miese gehen, ne? Das ist krass. Errungenschaft, erste Schritte. Ah, Errungenschaftsfortschritt. Ich frage mich, ob ich hier irgendwo diese Kosten ein bisschen drunter kriege. Irgendwie nicht. Doch auch irgendwo gehen. Ha. Die Miete ist ja so teuer. Also über diese 3000 komme ich einfach nicht. Gerade, da muss ich auf jeden Fall mir eine Strategie ausdenken. Ich mache einfach zu wenig Geld. Achso, das sehe ich nur, wenn ich ein Restaurant besitze, ja? Werbung mache ich ja keine. Immer auf 3300, das ist der Wahnsinn. Bonzen 6. 6 Uhr eher, Student auch eher 6 Uhr. Teenager halt eher nicht so, oder? Ah, gehen wir mal auf 3 bis 12, wie es da läuft. Müssen wir halt immer ein bisschen ausbalancen, gucken, wo es am besten läuft. Wo eher weniger. Ich bin kurz vor den 4000, siehst du mal. 4500 brauchen wir, aber. Boah, das Wahnsinn, was die kosten.
Das ist jetzt eine gute Zahl. Ja, läuft. Genau so. Du hast den ersten großen Schritt gemacht, dein Unternehmen in Rom zu etablieren jetzt. Boah. Etablieren jetzt. Du hast die Stadt erkundet und einiges über die Vorlieben der Bürger gelernt. Du hast jetzt genauere Informationen über die Bewertung deiner Pizzarezepte und die Menükarte. Weiter. Boah, Alter, jetzt mache ich aber richtig Kohle hier. Immerhin, das Restaurant, das dir angeboten wurde, ist nicht gerade der allererste Klasse. Die Lage ist mittelmäßig und sieht schon ein wenig gebraucht aus. 5000 Übernahmekosten plus Pacht sind schon happig. Aber es ist voll eingerichtet, was eine Menge Geld spart und eigentlich benötigst du nur noch Personal. Richte mindestens zwei Schichten ein. Um Geld zu sparen, solltest du versuchen, die durchschnittlichen Lohnkosten so niedrig wie möglich zu halten. Vergiss nicht, jeder Angestellte hat verschiedene Attribute. Während ein Koch eine gute Kochqualität braucht, muss ein Servicekraft von allem schnell sein. Leute einstellen. Das Restaurant verursacht feste Kosten. Du solltest also darauf achten, nicht zu teure Arbeitskräfte einzustellen. Klicke auf den Schalter. So. Der ist doch ganz okay. Habe ich den jetzt eingestellt? Ja. Mindestens zwei. Wow. Okay. Ein Mitarbeiter, 6 Stunden, damit das Restaurant eröffnet sein, brauchst du mindestens einen Koch und einen Service-Mitarbeiter. Arbeitssuchend. Servicekräfte. Ja, die geht eigentlich. Zwei Lieferanten. Auch noch. Die ist zu sitzen. Schauen wir mal. Ja, ich will auch nicht die, ich will die Bonzen. Jetzt.
speichern wir auch mal ab. Speichern. Errungenschaftsfortschritt, also bestimmt für die Pizzas. Achso, die Bonzen können wir gar nicht so, ne? Aber Studenten, Gruftis auch. Na, noch eine Grufti-Pizza. Finde ich aber ganz gut, cool, also gut gemacht hier, dass man hier so einsehen kann, ne? Das mögen sie nicht, ah, das mögen sie. Das finde ich gut. Mögen sie auch. Teuer. Alter, ist Hummer teuer. Speichern. Speichern wir ab. So. Und die setzen wir auch noch auf die Liste. Oh. Unter einem Regal im Lager versteckt verbarg sich ein Brief. Liebe Großnichte, wenn du das liest, dann ist es also wahr. Pizza liegt uns im Blut. Der ältere Herr, der dir dieses Restaurant anvertraut hat, heißt Arturo Adrizetti und schuldet mir einen Gefallen. Es ist immer gut, seine Rechnungen zu bezahlen. Und deshalb muss ich dich vor den Frutados warnen. Sie zahlen nicht, sind knallhart skrupellos und werden dich sofort zum Erzfeiter nennen, wenn sie herausfinden, wer du bist. Und sie werden es herausfinden. Du musst also mit dem Schlimmsten rechnen. Die Welt, mein Kind, ist nicht so, wie sie sein sollte. Auch ich war nicht so, wie ich es hätte sein sollen. Du wirst das noch verstehen. Du wirst die Familiengeschichte erfahren. Dein Großonkel Carmine. Jo, dann wissen wir da Bescheid, wa? Ah, da sehen wir es ja. Am besten ist eigentlich Spätstunde. Oder geht's auch? 12 bis 18. Schauen wir mal, 12 bis 18 Uhr passt. Und da setzen wir das so hin. So. Perfekt, sehr gut. Oh. Können wir. Erstmal drin. Schauen wir mal. Echt? Okay, ja gut, der eine ist glaube ich nicht so gut, ne? Der Zulieferer. Ich guck gerade mal, habe ich jetzt den Pizzawagen gar nicht mehr? Doch, den habe ich auch noch. Können wir mal gucken, Menükarte. Machen wir die mal noch drauf, die beiden. Teenager. Jo, okay, sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Fürs erste Mal passt's eigentlich. An der Stelle werde ich mich jetzt hier mal verabschieden. Und dann hören wir uns beim nächsten Video. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.